Hallo zusammen. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie eine Automatikweste auslöst. Ich habe dazu mal ein ganz günstiges, billiges Modell rausgesucht. Das ist eine uralte Automatikweste. Die habe ich mir vor einigen Jahren bei Amazon mal bestellt. Die ist jetzt von 1-2 Seemeilen und die hat 165 Newton. Also so eine klassische Weste, die man auch auf so einem Charterschiff vorfinden kann. Eine Automatikweste hat den Vorteil, dass sie einen nicht stört, wenn man sie anhat, also sehr platzsparend. Man kann die hier zumachen. Dazu haben wir noch mal ein anderes Video gemacht, wie ihr euch anschaut, wie man so eine Weste anlegt. Okay, also auch meine Premiere. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Wir springen jetzt hier ins Wasser und tun so, wir fallen ins Meer und gucken, was passiert, wenn man mit einer Automatikweste, wie gesagt, billiges Kaliber, ins Wasser springt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, ob es überhaupt auslöst, weil, wie gesagt, der TÜV ist abgelaufen. Für euch als Hintergrundinformation, hier in dieser Weste befindet sich eine Tablette mit Gaskartusche. Die habe ich mühselig durch die Flughafensicherheitskontrolle gekriegt, weil kaum einer weiß, dass man das im Flugzeug befördern darf. An dieser Leine hier kann man auch ziehen, dann löst sie manuell aus. Aber sie soll ja bei Wasserkontakt auslösen. Deshalb mache ich die jetzt hier mal zu und springe damit rein. Per se, wenn es heißt, das Schiff zu verlassen, sollte man nicht mit einer aufgeblasenen Weste ins Wasser springen. Die sollte erst im Wasser auslösen. Also auch wenn man weiß, okay, ich muss das Schiff verlassen, es wird sinken, bla bla bla, nicht vorher auslösen. Wenn sie vorher ausgelöst ist, dann Arme verschränken und die Weste runterdrücken, sonst gibt es was ins Genick. Okay, dann gucken wir mal, was jetzt gleich. Bin ein bisschen aufgeregt. Na, was soll schon passieren, oder? Rein mit dir. Wir sehen uns. Ich muss sagen, recht unbequem. Tja, so kann man verharren. Also, meinen Kopf kann ich jetzt nicht großartig bewegen. Vorwärts schwimmen geht auch nicht. Aber die soll ja ohnmachtsicher sein, das heißt, ich kann jetzt so liegen.